meinem Kanal. Ich habe heute eine sehr, sehr exciting LE für euch, weil ich habe jetzt fast, ich habe eigentlich alle Items gefunden, die ich haben wollte. Und zwar handelt es sich um die Adventures Awaits LE von Essence. Und ich würde euch sehr gerne euch die Lippenstifte mal swatchen auf meinen Lippen. Ich habe übrigens vorher einen pinken dazu getragen. Das heißt, deswegen ist es ein bisschen gestained. Ich habe ein bisschen Make-up darüber gemacht. Und würde euch gerne zeigen, was, also sagen, wie, also so vom Swatchen her, ich habe jetzt heute mal Make-up natürlich schon gemacht. Und würde euch einfach sehr, sehr gerne sagen, wie ich die Produkte finde, welche ich jetzt praktisch gut fand und welche nicht. Zuerst, bevor wir irgendwas anfangen, wie sieht bitte dieser Aussteller auf? Ich habe einige Fotos davon gemacht, bei uns in dem Rossmann, bei uns in Feuerbach. Und ich muss einfach sagen, ich finde die LE, also wirklich eines der besten Aufsteller, die ich je gesehen habe, die ist so ansprechend, also man hat auch richtig Bock auf Urlaub. Und wie gesagt, ich habe jetzt ganz, ganz schnell das Video für euch abgedreht, damit ihr auch ein bisschen so Swatches habt, damit ihr seht, ist der Lippenstift was für mich oder nicht. Seid ihr noch nicht Abonnent dieses Kanals, dann abonniert doch sehr, sehr gerne, weil ich bin eigentlich immer eine Carla Kolumna, was die Beauty News angeht. Und ich sage euch ehrlich, ich möchte euch definitiv meine ehrliche Meinung darüber geben. Ich kann leider also die, ich habe beide Bronzer sogar doppelt gekauft, weil ich gerne euch auch einen Spartipp heute mitgeben würde, weil es bei Rossmann auf Top-Produkte Make-up, Puder, Rouge gibt es 30% mit den 10% von eurem Couponcode oder von diesen kleinen Coupons, den ihr die abreißen könnt. Ich glaube, ich habe noch 8 Stück in meiner Tasche oder so. Könnt ihr wirklich 40% sogar auf diese neuen Bronzer sparen. Und das lohnt sich, Leute, absolut. Deswegen schön abonnieren und dranbleiben. Ihr bekommt jetzt auf jeden Fall mal Swatches von den tollen Lippenstiften anschließend. Und ich zeige euch mal die Produkte, die ich aus dieser LE gekauft habe. Also, in dieser LE gibt es einige Sachen wie Bronzing Sticks, die Lidschattenpalette und so. Aber die Lidschattenpalette war mir wirklich zu langweilig. Das ist die Lidschattenpalette. Ich habe beim Maxime Giacomo, geht da gerne mal auf seinen Kanal, ich schreibe euch den Namen hier unten rein. Da könnt ihr sehen, dass er halt den Stick zum Beispiel getestet hat und die Lidschattenpalette. Und er war jetzt not so impressed, würde ich mal gediegen sagen, weil er einfach gesagt hat, also mit so einem Stick muss man arbeiten können. Dadurch, dass ich aber absolut am liebsten mit diesem Make-up Revolution Stick arbeite, ist es einfach so, dass ich solche Tarnprodukte, gerade was zum Beispiel so Blurring Sticks, Primer oder sowas angeht, übrigens, ich habe heute Highlighter des Todes, das ist übrigens der Sof X Highlighter aus dieser Hammerpalette, und zwar dieser hier. Ich lebe, wenn ich den drauf habe, der ist so, so schön, der ist auch richtig schön wet, also muss sagen, die Palette ist der absolute Hammer, falls ihr die mal findet. Ich glaube, da kriegt ihr sogar in Rossmann auch 30%, weil der hat auch, genau, Highlighter. Highlighter, Rouge, Make-up und Puder. Genau, das sind alles Tarnprodukte, da kriegt ihr 30% drauf. Und auf jeden Fall bei Maxim habe ich halt gesehen, dass er auf jeden Fall einige Produkte von dieser LE hatte und halt nicht so ganz begeistert war, weil er einfach gesagt hat, auch gerade wegen diesen Bronzing-Sticks, dass man da halt echt mit arbeiten muss und so Cremeprodukte. Ich zum Beispiel arbeite wahnsinnig gern mit Cremeprodukten, habe aber meine Marken, die ich ja nachbestellen kann. Und ich habe zum Beispiel heute das auch mit meinem Stick gemacht und ich finde auch, dass das einfach so, so schön aussieht. Und ich möchte halt nicht irgendwie mir ein LE-Produkt kaufen, wo ich dann anschließend nicht genau weiß, ob es mir was hilft. Starten wir mal mit den Jumbo-Bronzern. Bei dieser LE gibt es zwei Jumbo-Bronzer. Und zwar einmal den 01 Oh Happy Place. Ich mache euch jetzt die Dinger hoch, weil sonst werdet ihr total geblendet von dem Ringlicht. Und einmal, also wenn ihr jetzt vergleicht, so durch die Packung durch, das ist der dunklere, das ist der hellere. Beide sind Schimmerbronzer, also der ist sehr warm, den kann ich aber beides tragen. Und der da, der ist halt, ich finde, der hat einen sehr guten Konturton in der Mitte. Ich werde euch mal beide zeigen. Und zwar habe ich hier einmal die 01, das wäre der Oh Happy Place. Eine wunderschön, so einen ägyptischen Print. Ich hoffe, dass ihr das sehen könnt. Hier ist praktisch so eine Art Schimmer drin. Und ich mische mal jetzt so den Bronzer, so wie ich es jetzt tun würde. Da würde jetzt diese Farbe bei rauskommen. Also ich swatch mal auf einen sehr hellen Untergrund. Also ihr seht schon, dass es eine sehr gute und schöne Leuchtkraft hat. Ich finde gerade so Shimmering Bronzers sehr, sehr schön, weil einfach eure Haut dadurch sehr, sehr lebendig wirkt und auch nicht so totmatt. Also ich bin heute auch nicht totmatt unterwegs.
Und das ist auf jeden Fall die 01. Der Spartipp diese Woche. Diese Woche gibt es auf, ich schreibe es euch auch hier direkt mal vor mein Gesicht, 30% auf Puder, Highlighter, Blushes und auf, auf Highlighter gibt es, auf Make-up gibt es auch. Also wenn ihr in Rossmann reingeht und praktisch diese Woche das ausnutzt, könnt ihr diesen Bronzer statt 4,45 Euro für 2,37 Euro bekommen, wenn ihr noch euren 10% Couponcode. Ansonsten zahlt ihr so 2,80 Euro und ihr spart halt echt über 1,50 Euro diese Woche, weil das ist ja ein Puder und die differenzieren jetzt nicht zwischen Rouge, Bronzer, Gesichtspuder, Translucent oder sowas. Auf jeden Fall, das ist ein sehr, sehr Hardcore-Tipp diese Woche. Und das ist praktisch der, also ihr habt jetzt mal den einen Swatch gesehen, ich swirl mal jetzt mit dem hier rum. Ihr versaut euch halt voll den Print, das ist natürlich super ärgerlich, aber dieser ist, also wenn ihr das jetzt im Vergleich seht, der daneben, der ist sehr viel aschiger, finde ich. Also das sieht man hier auch in dem Pen. Das ist halt ein bisschen schade, dass man sich den Print ein bisschen kaputt macht, aber ich meine, hey, wir wollen es ja auch benutzen, ja. Also den Ton, denke ich mal, kann man sehr gut zum Konturieren benutzen und den allgemein zum Bronzen. Meine allgemeine Sache, gerade zu Bronzern und zu Rouges von Essence, die sind wirklich sehr, sehr high quality, also ich komme damit sehr, sehr gut klar. Ich habe tatsächlich beide Bronzer zweimal gekauft, weil ich kenne Essence Qualität. Ich benutze sie seit über 5, 6 Jahren, kaufe ich Essence ohne Ende. Ich habe noch ganz, ganz alte Lippenstifte und genau diese Formulierungen ähnlich kamen jetzt auch ein bisschen wieder. Da seht ihr auch später Swatches zu. Also ich würde highly recommenden, beide zu besorgen, weil ich denke halt wirklich, dass ihr beide halt wirklich sehr gut gebrauchen könnt. Der, wie gesagt, hat einen sehr coolen Konturierton und das ist ein sehr toller Bronzer. Beides mit Schimmerreflexen und wirklich sehr, sehr, sehr schön auf der Haut. Ein weiteres Tarnprodukt, wo ihr auch bei Rossmann natürlich diese Woche Rabatt bekommt. Ich muss voll die Werbetrommel dingsen, weil ich möchte, dass ich weiß, dass einige Abonnenten von mir halt wirklich sehr, sehr jung sind und einfach auch aufs Geld achten müssen, weil sie halt auch ein Taschengeld bekommen. Und ich habe jetzt einfach noch für euch die Metallic Blushes. Da habe ich auch beide Farben von. Das wäre, die eine Farbe wäre Wanderlust Feelings. Das wäre dieses hier. Das ist ein wunderschöner Rosé. Ich gehe jetzt mal hier so ein bisschen an den Rand. Die sind butterweich, Leute. Das ist ein sehr, sehr schöner Roséton. Den habe ich übrigens nur jetzt für euch geswatcht. Die habe ich noch nicht vorher angefasst. Und dann habe ich hier einen Ton, den ich denke eher als Highlighter. Ich finde es auch wunderschön, dieser Erdprint da drin, ja, also dieses Erdkarteprint. Und wenn ihr dann seht, der hat so einen richtig tollen Sheen. Also ich denke, ich werde den als Highlighter benutzen. Ich kann nur heute nicht mehr auftragen, weil sonst platzt mein Gesicht vor Highlighter. Also auf jeden Fall könnt ihr auf diese, ich glaube, die kosten 3,45 Euro oder so. Auf diese könnt ihr auch 30% sparen und wenn ihr noch einen 10% Gutschein rumfliegen habt, sogar nochmal 10%. Also ich habe jetzt für einen Blush 2,14 Euro bezahlt. Wie gesagt, es gab dann auch noch Highlighting Blotting Papers. Also da konntet ihr so Blotting Papers kaufen. Ich blende es euch mal hier ein, wo ihr praktisch so unterwegs mal Highlighter auftragt. Zumal ich aber sagen muss, normalerweise trägt man morgens einfach Highlighter auf und der, also ich habe jetzt den Highlighter schon 5 Stunden drauf und der ist bestimmt nicht vom Winde verweht oder so. Also von dem her muss ich sagen, diese Produkte und gerade die Blushes, der da zeigt sich jetzt nicht arg auf der Haut. Ich habe ihn vorher mal so geswatcht. Ich denke, dass der halt ein schöner Champagner-Highlighter ist, der sehr, sehr leichten Schimmer gibt. Ich denke auch, dass man den komplett übers Gesicht geben kann, zum Beispiel in der T-Zone. Ich denke, das sieht sehr, sehr schön aus. Und jetzt kommen wir zu den 3 Lippenstiften. Und zwar, den einen habe ich sogar zweimal gekauft. Und zwar den Kisses from Africa. Ich liebe momentan einfach orange-rote Lippen. Ich zeige euch hier mal ein Bild von einem Look, den ich jetzt die letzten Tage auf Instagram hochgeladen habe. Folgt mir da sehr gerne, und zwar unter Jennywood Else YouTube. Da findet ihr dann immer wieder, wenn ich mal Alltagslook habe, die mir wahnsinnig gut gefallen, lade ich die euch hoch, damit ich praktisch ein bisschen Feedback haben möchte. Vielleicht, wenn euch ein Look gefällt, würdet ihr mir einfach eine Rückmeldung geben. Das würde mir sehr, sehr helfen. Und zwar habe ich jetzt, 3 der Lippenstifte gekauft. Und zwar ist einmal hier Kisses from Asia. Da sind halt wunderschöne kleine Fächer drauf und Blümchen. Dann habe ich hier einen Ding,
Kisses from the Orient und da unten ist dann auch so ein Paisley-Muster. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Da ist so ein Paisley-Muster drauf. Ist halt ein bisschen blöd mit dem Ringlicht. Und da zum Beispiel habt ihr hier dieses, ich sag mal, Rädchen. Und das Kisses from Africa hat dann wirklich einen sehr, also das ist so ein durchsichtiger Deckel. Und da kommt wirklich jede Menge Produkt und seht ihr diese Farbe. Das sind Velvet-Lippenstifte. Also hier steht, das ist der eine ist ein Velvet Matte und die anderen sind Metallic Lipsticks. Und ich würde jetzt gerne mal einige für euch auftragen, damit ihr seht. Also die erste Farbe, die ich hier habe, ist Kisses from the Orient. Das ist ein rotes Metallic. Also ein rotes Metallic. Ich habe jetzt meine Lippen schon vorge... Ich sage, ich habe sehr stark pigmentierte Lippen, deswegen mache ich das immer so ein bisschen... Und zwar ist es ein metallischer Lippenstift. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie der sich auftragen lässt. Also, in erster Linie muss ich sagen, Essence Lippenstifte sind immer super geil von der Qualität her. Also wirklich Hammer Lippenstifte. So, das wäre der erste Lippenstift und zwar ist es der, wie gesagt, der Kisses from the Orient. Das ist ein, ich würde sagen, sehr, sehr schierer, metallischer Lippenstift. Also mir persönlich gefällt er ganz gut, zumal ich jetzt, ich glaube, auch einen Lipliner gebrauchen hätte können. Also Mo-Farben habe ich jetzt gerade nicht herumfahren gehabt, aber wie gesagt, das ist Kisses from the Orient. So, ihr Lieben, das ist der zweite Lippenstift und zwar, das ist der Kisses from Asia. Ich finde, zu dem Augenlook ist er wunderschön. Er ist sehr viel mehr opaque und durchgängiger, praktisch im Auftrag wie der Kisses from the Orient. Aber es ist jetzt auch ehrlich gesagt die Farbe, die mir am meisten schmeichelt. Also ich hoffe, ihr könnt es sehen. Also es sind wirklich total... Also aus den Lippenstiften spürt ihr so einen leichten Glitzer-Schimmerfilm. So ist es einfach, weil es sind ja auch nur mal Partikel drin. Es ist eine wunderschöne Farbe. Also ich hoffe, dass ihr das sehen könnt. Oder ich hoffe, dass das zoomt. Ich hoffe mal, dass der zoomt, der Gute. Also hier, das wäre... Ah, hier. Das ist Packes Kisses from Asia. Ich finde ihn wunderschön. Er ließ sich sehr, sehr gut auftragen. Und wie gesagt, das sind jetzt praktisch metallische Finishe. Und jetzt kommen wir mal zum Velvet Matte. Und zwar Kisses from Africa. Für den Velvet Matte, den Kisses from Africa, nehme ich jetzt einen Lip Liner. Und zwar, ich benutze jetzt für der Farbe wegen den Gigi Hadid Lip Liner. Und zwar in der Farbe Aspen. Also das ist praktisch der Lip Liner zur Aspen dazu gewesen. Ein sehr, sehr schöner Lip Liner. Ich bin jetzt auch schon fast fertig. Der ist super cremig. Und ich persönlich liebe diese, die man so hochdrehen kann. Und eine sehr, sehr günstige Variante kann ich euch auch von Essence empfehlen. Und zwar sind es die Long Lastings. Und zwar sind die auch so zum Hochfahren. Ich finde die super. Ich habe die nahezu in jeder Farbe. Ich muss sagen, so Lip Liner sind jetzt gerade eher so etwas, wo ich Bock drauf habe, weil ich einfach finde, dass jetzt gerade Lip Liner extrem wichtig sind, weil man jetzt gerade etwas krassere Farben trägt. Und zwar, das ist ein Velvet Matte Lippenstift und ich versuche euch den mal zu zeigen. Der ist so schön, Leute. Ich hoffe, dass ihr den sehen könnt. Und zwar, das ist ein heute ein zickiger Bock, der das scheiß Kamerading. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ah, da ist er. Also, das ist auf jeden Fall die Farbe, die ich am meisten gesucht habe. Ich habe den auch zweimal gekauft. Der hat 2,25 Euro gekostet. Mit dem 10% Gutschein, den ich jetzt damit noch einlösen konnte, habe ich jetzt 2,12 Euro oder so bezahlt. Die riechen übrigens alle richtig geil. Ich liebe auch diese Velvet, die matten Lippenstifte von Essence. Ich habe auch eine ganze Schublade da hinten. Ich glaube 20 oder so. Der ist sehr matt. Oh! I love this color. Oh mein Gott. Leute, ich liebe diese Farbe. Seht ihr diese Farbe? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Velvet Mattes zum Beispiel, die gibt es in der ähnlichen Formulierung. Also matte Lippenstifte gibt es von Essence schon etwas länger.
Diese Velvet Mattes sind super moussig, cremig, so toll zum Auftrag. Und können wir bitte mal über diese Farbe sprechen? Also, Kisses from Africa ist diese Farbe. Und ich sag euch ehrlich, ich habe den zweimal, weil ich denke, dass ich ein sehr gutes Gespür dafür habe, ob Lippenstifte halt irgendwie gut rüberkommen. Ich mache es so ein bisschen heller. Das ist eine super, extrem bolde, richtig schön rot-orangene Farbe. Sehr angenehm auf der Lippe. Also ich spüre nichts, was mich jetzt stören würde oder so. Ist nicht klebrig. Ich habe ihn. Das ist zum Beispiel der Sun Club Matte Bronzing Puder in Darker Skin. Das ist eines der Essence Bronzer, die im Dauersortiment sind, die ich wirklich mega recommenden kann. Und wenn ich das jetzt so vergleiche, wenn ihr das praktisch vermischt, ja, kommt ihr praktisch statt dem Matten, kommt ihr hier auf so ein metallisches Finish, und zwar ist es die 01. Ich persönlich muss halt sagen, ich finde dieser Bronzer sowas von gelungen, sowas von schön. Ihr seht ja auch, die haben so einen richtig schönen Sheen, und wenn ich die so auf meiner Haut geswatcht habe, sieht das eher aus wie so ein wunderschöner Sheen, den ihr bekommt. Ähnlich so wie hier in meiner T-Zone. Nicht eher so ein Glitzer-Finish oder so, weil das verstehe ich, dass das nicht so toll ist. Die metallischen Blushes, die werde ich auf jeden Fall mal in einem Video testen. Ich werde mal gucken, wenn ich jetzt sowieso jetzt, wenn jetzt am, ich glaube Freitag müsste jetzt Gehalt kommen, dass ich da, wenn ich noch ein bisschen was finde oder so in der Stadt, noch ein bisschen was dazu gekauft habe. Ich will auch irgendwie noch bei der Aktion noch ein neues Make-up testen. Ich weiß es noch nicht, vielleicht diese Perfect Matte von L'Oreal, weil die soll ja eigentlich auch sehr cool sein, weil da so lichtreflektierende Sachen drin sind. Aber auf jeden Fall, die Metallic Blushes finde ich auch sehr schön. Kauft sie euch doch einfach in dieser Aktion. Warum solltet ihr das nicht nutzen? DM hat es jetzt bei mir immer noch nicht gehabt. Also ich weiß von meinem DM durch die Leute, die ich da immer bespitzle, dass halt praktisch die Produkte erst am Freitag reingeräumt werden. Das ist mir persönlich too late. Ich hatte jetzt einfach wahnsinniges Glück. Von den Lippenstiften, da haben wir jetzt ja dieses Kisses from the Orient, from Asia und von Africa. Ist der Africa für mich der schönste überhaupt? Er ist wunderschön cremig. Ich sag's euch ehrlich, ich würde mir den auch noch ein drittes Mal kaufen, weil ich ehrlich gesagt solche Farben gerade extrem geil finde. Ich habe jetzt ja in dem Bild, was ich euch vorher gezeigt habe, sowas Ähnliches getragen. Und zwar hier, das ist der Inconspicuous, der Pro Supreme Matte Lip Pigments von Pro Revolution, also Revolution Pro sozusagen. Das ist praktisch so die matte Liquid Lipstick Version davon. Aber ich finde den wahnsinnig schön. Der zweite, den ich sehr, sehr schön fand, fand ich diesen hier. Und zwar ist es dieser Kisses from Asia. Ich fand zu so diesem Look den natürlich super schön. Mit dem Kisses from the Orient war ich jetzt nicht so ganz zufrieden, weil er halt einfach, ich swatch euch die jetzt einfach mal nebenher. Die sind halt einfach so ein bisschen schierer und sind jetzt nicht so ganz so stark pigmentiert, ja. Ich finde die metallischen Finish, also zum Beispiel, ich sehe es gerade, auf dem hier, auf dem Lippenstift, seht ihr das? Das ist so ein richtig schöner Shift, den da drauf ist. Und der matte, also ich hätte mir, glaube ich, alle in dieser matten Formulierung gewünscht, weil ich finde das so cool. Also von allen Farben sticht er halt absolut heraus. Er ähnelt, glaube ich, diesen von Maybelline, also dieser Aspen von der Gigi Hadid-Version sehr, sehr stark. Ich kann euch den auch gerne mal dazu swatchen, weil ich habe den nämlich hier. Ich liebe den. Der ist, glaube ich, ein bisschen rötlicher. Ja, genau, der ist ein bisschen rötlicher. Aber das ist auch eines meiner liebsten Farben. Also das ist so ein Korall irgendwie. Also ich kann es euch nicht beschreiben. Auf jeden Fall eines der schönsten Farben, die ich habe. Und das ist praktisch dieser. Was war das? Und das ist dieser Kisses of Africa. Ich finde die wahnsinnig schön. So, das ist jetzt praktisch diese Sachen, die ich mir auf dieser LE rausgesucht habe. Ich hoffe, wie gesagt, dass dieses Video euch irgendwie auch hilft, weil ich einfach möchte, dass ihr halt euch gut entscheiden könnt für Produkte, die euch auch wirklich was bringen. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Ich habe diese Woche wieder wahnsinnig viele Ideen. Und vergesst bitte nicht, bei meiner Beauty Room Tour vorbeizugucken, weil das war so viel Arbeit, Leute, die mal geschwind so abzudrehen, ist nicht einfach gewesen. Und ich hoffe, wie gesagt, dass euch diese Videos gefallen. Gebt diesem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, und wir sehen uns auf jeden Fall, ich würde mal sagen, morgen, übermorgen, je nach Lust, wieder.